Servus Leute, hier ist wieder Pog und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Pack-Opening hier auf meinem Kanal. Und zwar geht's heute weiter mit Part 3 zu unserer Evolution-Hand, sage ich einfach mal. Und zwar probieren wir, ihr seht hier hinten schon, haben wir 4 Boxen schon geöffnet, in diesen Base-Set Sword and Shield-Boxen einen Evolution-Booster rauszuziehen, da die doch einiges wert sind. Wir haben bisher leider keinen Erfolg gehabt, aber ihr müsst auf jeden Fall Part 1 und 2 auschecken. Allein schon wegen dem Bad Boy hier hinten, Zacian, Gold Rare, Humanolith, Full Art seht ihr hinten schon. Und da verstecken sich auch nochmal der ein oder andere Schatz dahinter. Also checkt auf jeden Fall Part 1 und 2 aus. Ich kann es euch auch gerne mal unten in der Beschreibung verlinken, dann könnt ihr da direkt draufklicken. Und ja, ich würde sagen, wir fangen auch direkt mal an und hoffen trotzdem noch auf einen Evolution Booster, weil das ist ja eigentlich so der Hauptgrund, weshalb ich die ganzen Boxen hier öffne. Und so, wir machen jetzt wie in den Boxen davor. Ich konzentriere mich jetzt erstmal hier nur auf die Karte, auf das Inteleon V. Das seht ihr einmal hier. So, das mache ich hier auch rein. Das kommt hier vorne in die Mitte. Dann mache ich die Packs hier alle. Ich gucke auch nicht hin, ich gucke weg. Ich konzentriere mich wirklich nur hier auf die Box. Und schaue, dass ich die wieder zubekomme. Die kommt hier auf die Seite. Die Code-Card kommt weg. Und dann gucken wir uns zusammen an, was wir hier bekommen haben. Wir haben einmal Schwert und Schild, natürlich. Schwert und Schild, natürlich. Welten im Wandel und Sonne und Mond. Also leider bisher, was Evolution Card Packs angeht, noch keinen Hit bekommen. Aber hey, die Hits stehen dafür alle da hinten. Wir fangen an mit Schwert und Schild. Wir öffnen das auf jeden Fall auch. So. Dann gucken wir mal, was hier drin ist. Du kommst auf die Seite. Wir drehen dich einmal um und nehmen 1, 2, 3, 4 von hinten. Und ja, es macht auf jeden Fall sehr, sehr Bock hier gerade. Also ich nehme die Parts alle direkt nacheinander auf natürlich. Ihr müsst sie auf jeden Fall auschecken. Also was wir da teilweise gezogen haben, ist unnormal. Daher checkt es auf jeden Fall aus. Pico Chiller, Wolfpix. Wir haben gefühlt in jedem Pack einen Hit. Also so ein Reverse Holo Rizeros ist jetzt vielleicht nicht der größte Pull, aber es sieht einfach sehr, sehr geil aus. Und dahinter haben wir noch einen Pampros in Common. Aber das Rizeros ist auf jeden Fall eine Hülle wert. Du darfst hier vorne vor das Anaconda stehen. Ihr kommt alle auf die Seite. Und wir machen weiter mit Welten im Wandel. So, hier nochmal für euch. Pi, Fluffeluff und Togepi vorne drauf. Ich glaube, so eine Karte gibt es nicht im Kartenset selber, aber hier gibt es, glaube ich, die ein oder andere Tag-Team-Karte, die ich auf jeden Fall mitnehmen würde. Unter anderem, glaube ich, das Glurak und das Phoenixes heißt, glaube ich, hier ein Cynthia und Cattleya. Tropius, Mimigma, ein Griffel. Ein Floink, also Starter-Pokémon ziehen wir ohne Ende. Alola Sandan, Schnäppke, ein Smogon. Wir haben eine Reverse Holo Rosie und ein Fernuntor. So, Trainerkarten wurde mir mal gesagt, sind teilweise auch ein bisschen besonderer zu behalten. Ich denke jetzt mal nicht solche, sondern eher die Full Art, aber wir machen es trotzdem auf die Seite. Gehen hier weiter mit Schwert und Schild, mit Lapras VMAX. Die Karte hätte ich auch verdammt gerne. Ich finde, die sieht sehr, sehr schön aus. Oder generell, Lapras ist ein sehr, sehr cooles Pokémon. Daher würde ich die auf jeden Fall mitnehmen. So, gucken wir mal. Vielleicht ist sie auch drin. Hier rutscht eine Karte ins Bild. Das will ich nicht. Beziehungsweise muss nicht sein. Wir haben hier die Wasserenergie. Einen Pokémon-Tausch. Wir haben einen Tentantle. Ein Kekalo. Also wirklich Starter-Pokémon haben wir ohne Ende. Somnian. Snomnom. Chimpep, wenn wir es von Starter haben. Ein Muschas. Ein Flunkiefer. Einen Flottball und ich sehe es schon hier hinten, ist ein Pull drin. Ein Servol V. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber irgendwie, als ich das Pokémon zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, das wäre so ein alternatives Art von Ordoch aus der Gen 4, falls euch das was sagt. Aber ich glaube, die Pokémon haben absolut gar nichts miteinander zu tun. Ich finde, die sehen sich aber total ähnlich, durch das, dass es auch im Pokémon Center arbeitet, was Ordoch hier auch gemacht hat. Ich weiß nicht. War ich ein bisschen verwundert und ich kapiere es bis heute noch nicht, dass es nichts mit Ordoch zu tun hat. Ich weiß nicht, irgendwie wie so eine dunkle Form davon. Naja. So. Wir öffnen hier wieder das letzte Set, Schwert und Schild. Oh. Ne, Sonne und Mond. Und es ging tatsächlich sehr, sehr einfach auf. Wenn ihr die letzten Parts gesehen habt, wisst ihr, was ich meine. Pelipper, P-Tyler, Cosmog, Yorklef, Wingull, ein Snubbull, Kanivana. Ein Dragoran Reverse Holo? What the fuck? Was geht hier ab?
Und ein Smetbo in Common. Sieht auch sehr schön aus. Dragoran in Reverse Holo. Das ist jetzt noch ein Holo, wäre huiuiui. Dragoran, sehr, sehr geiles Pokémon. Das mächtigste Drachen-Pokémon in der ersten Gen, weil es ja nur das eine gab. So, dich machen wir vor das Arcani hier drüben. Und es geht weiter mit der finalen Box für diesen Pack-Opening. Für diese Pack-Opening-Hand, was Evolution Booster angeht, wir tauschen hier wieder einmal im Bild. Wir holen uns die Liberlo-Box nach vorne. Und fangen auch direkt an, diese zu öffnen. So, schaffen wir es vielleicht im letzten Pack oder letzten Tinbox noch einen Evolution Booster zu ziehen? Mittlerweile ist meine Hoffnung ein bisschen verloren gegangen. Ihr seht hier das Liberlo. Aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Daher gucken wir mal. Wir packen dich vor das Inteleon. Machen es wieder genau gleich. Ich schaue weg. Ich lege die Booster auf die Seite. Wir machen hier die Box wieder zu. Na, sorry, dass ihr es nicht scharf gesehen habt. Box ist zu. Codekarte kommt weg. Ich gucke es mir an und ich sehe ein Schwert und Schild, Schwert und Schild, Welten im Wandel und Sonne und Mond. Heißt, wir hatten diesmal leider kein so Glück, was die Pulls angeht, bezüglich Evolution Booster. Ich habe immer noch meine beiden Booster von letzter Woche, die wir geöffnet haben, noch zu. Die lasse ich vermutlich auch zu. Stand jetzt. Mal schauen, was ich danach gebe, weil ich finde die Evolution Karten an sich sehr, sehr geil. Aber was da mit dem Preis gerade abgeht, ist halt unnormal. Aber ja, ich würde sagen, wir fangen hier mit Schwert und Schild an. Öffnen das direkt auch. Und vielleicht kriegen wir in der letzten Box auch nochmal einen Pull. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr geil. Codecard hier für euch, dass ihr auch mal was habt. Wir machen 1, 2, 3 und 4. Und die Karten. Es fängt schon mal mit einer Feuerenergie an. Ist das vielleicht ein Zeichen für einen Glurak? Ich weiß zwar nicht, ob es hier eins im Set gibt tatsächlich. Aber über einen Glurak haben wir bisher noch nicht gehabt. Würde ich mich immer freuen. Diktri, Tausch, Pampoli, Hoothoot, Britzigel. Ich sehe ja schon so einen schwarzen Rand. Vulpix, Kleftifuchs, ein Volley in Reverse Holo und ein Morpeko. Wie? Morpeko, irgendwie auch so ein bisschen. Wie so ein, das typische Pikachu-Pokémon halt von dieser Gen, tatsächlich. Ich meine, was gab es bisher? Es gab Pikachu, es gab dann Pichu natürlich, es gab Minun und Plusle. Was gab es denn noch so? Ja, gut, so viel gab es tatsächlich gar nicht, aber irgendwie, wenn man so mal vergleicht, Morpeko ist auch ein Elektro-Pokémon, ist auch eine Elektromaus. Also ist da ein bisschen Anlehnung an Pikachu gedacht? Maybe. So, gucken wir mal, was haben wir denn hier? Auf jeden Fall die Code-Karte auf die Seite. Wir haben 1, 2, 3 und 4. Und wir haben eine Pflanzenenergie. Komm schon. Jetzt. Pflanzenenergie. Wir haben eine Metallplatte, den Flottball, ein Mantax, ein Somnium in Stoff-Nahtform, ein Snomnom, ein Chimpep, um mal wieder unseren Startern Hallo zu sagen, ein Muschas, ein Flunkiefer, ein Galamauzi Reverse Holo. Und ein Patinaraya in Holo. Schon wieder ein Hit. Oder ein Pull auf jeden Fall. Ich gehe ja so langsam tatsächlich, was die Höhlen angeht, aus. Merke ich gerade. Ah, komm, vor das Rizeros. Skalamauzi kommt hier auf die Seite. Haben jetzt noch zwei Packs. Ich habe noch drei Höhlen auf der Seite liegen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ich alle drei noch benötigen würde. Oder sind es drei Höhlen? Ne, es sind sogar nur zwei. Gucken wir mal, ob wir sie noch beide benötigen. Ansonsten müssen wir mal kurz ein paar neue holen. Ist aber auf jeden Fall kein Problem. Machen wir das letzte Welten im Wandel Set für heute auf und ich sehe da schon glänzen. Oh mein Gott, ich habe da gerade schon glänzen gesehen. 1, 2, 3, 4. Gucken wir mal, was wir in diesem Set bekommen. Wir haben eine Feuerenergie drauf. Haben wir vielleicht auch das Glurak und das Braxen hier drin? Ein Duflor, ein Tracys Angel, Öde des Chaos, ein Alola Sandan, ein Ponita, ein Sonnkern, ein Cosmog, ein Enton, ein Reverse Holo Iguana. Und ein Ramoth GX. Sieht auch sehr, sehr cool aus und kriegt auf jeden Fall einen Platz in unserer Hülle. Also wir waren gar nicht so knapp daneben, was Glurak angeht. Zumindest, ich meine, das ist immer ein Feuer-Pokémon, das war auch eine GX-Karte, also kommt schon, so weit entfernt waren wir nicht. Das Iguana kommt hier auf die Seite. Und dann öffnen wir das letzte Pack für diesen Pack-Opening. Stream, sag ich mal, oder diese lange Dauer an Karten öffnen, für mich zumindest. Für euch waren es jetzt drei einzelne Parts, a 10 Minuten. Und ja, wir fangen direkt an. Mal schauen, ob dieses genauso schwer ist zu öffnen
Wie in den ersten beiden Parts? Tatsächlich ja. So, wir reißen das hier auf. Komm schon, wir haben einen Wommel. Wir haben 1, 2, 3 und 4. Du kommst auf die Seite. Und das letzte Pack beginnt mit einer Metallenergie. So, Metallenergie, ein Gufa. Ich glaube, das erste, das ich gezogen habe. Okay, Rokkaiman. Eine Regenbogenenergie, ein Wommel, ein Makuhita, ein Snubbull, ein Alola-Radfratz, ein Ganuvil, eine Doppel-Farblos-Energie als Reverse Holo und der letzte Slot des letzten Pack-Openings haben wir ein Primarena GX. Also doch nochmal einen ganz schönen Hit zum Schluss. Lass dafür auf jeden Fall ein Like da. Und ja, du kommst hier direkt in die Mitte vor das Liberlo. Und ihr seht jetzt hier hinten schon, was ist das für eine Ausbeute? Wie viele Karten liegen da einfach aus diesen drei Boxen? Der Hauptgrund, weshalb ich es geholt habe, war natürlich, dass das ein Evolution-Set drin ist. Einfach weil die doch sehr, sehr geil sind. Haben wir jetzt nicht bekommen, aber guckt euch diese Ausbeute einfach an. Aus sechs, ich wiederhole, aus sechs Tinboxen haben wir gefühlte 40 Hüllen gebraucht. Wow. Wir gucken uns hier. Guckt euch mal, wie viele Karten das einfach sind. Also klar, da sind jetzt auch ein paar Reverse-Holo-Karten drin, die vielleicht nicht so mega gut sind, aber wow. Also, wir haben hier auf jeden Fall den Biggest Pull, würde ich behaupten. Das Zacian Gold Rare kommt auf jeden Fall direkt wieder nach hinten. Ein Holo Silvaro, ein Reshiram und Zekrom Tag Team GX, ein Fuego, das habe ich einfach reingemacht, weil wir so viel Starter gezogen haben. Das ist common, das ist jetzt nicht der beste Pull. Ein Gorthrum Holo, ein Patinaraya Holo, ein Rizoros Reverse Holo, ein Sanaconda Reverse Holo, ein Trompec Reverse Holo, ein Amphira Reverse Holo. Also, ihr seht schon, wir haben einige Reverse Holo Karten gezogen, die jetzt vielleicht nicht die besten sind, aber vom Artwork her und das Pokémon an sich ist halt, finde ich, relativ cool. Daher, why not? Ein Ramoth GX, ein Dragoran Reverse Holo, ein Arcani Holo, ein Nachtara GX. Definitiv meine Lieblings-Evolution und sieht auch sehr, sehr geil aus. Ein Servolvi, ein Flambirex Reverse Holo, ein Gortrum-V, natürlich ein Liberlo-V, ein Gortrum-Holo, ein Amigento-GX, ein Primarene-GX, also sogar eine GX-Karte von dem Starter haben wir bekommen, ein Liberlo-V. Ein Inteleon-V, natürlich das Ponyta Reverse Holo, ein Gengar Holo, was auch sehr, sehr cool aussieht. Natürlich nochmal ein Gortrum-V, ein Mimigma, ich denke, das ist auch eine Full Art, oder? Was auch sehr, sehr cool aussieht. Ich weiß gar nicht, schimmert die überhaupt? Tatsächlich, das sehe ich erst jetzt, die schimmert ja sogar. Ich dachte vorhin einfach, die wäre noch kommen, aber sieht auch sehr, sehr cool aus. Ein Morpeko-V, eine Rosie, ein Mizunda Reverse Holo. Ein Humanoid Full Art, ein Cosmog und ein Arcani Reverse Holo und zu guter Letzt nochmal ein Inteleon. Ach, stimmt noch gar nicht, wir haben hier noch ein Toxicroak Reverse Holo. Also, ihr seht, wir haben ganz, ganz schön viele Karten gezogen, die meines Erachtens nach doch cool sind, gut aussehen, was auch immer. Aber der Highlight, das Highlight ist auf jeden Fall das Zacian Gold Rare, das ihr hinten seht. Und ja, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst es mich auf jeden Fall mit einem Like und einem Kommi wissen für diese ganzen krassen Pulls, die wir hier teilweise bekommen haben. Und ja, wir gucken, dass ich das hier nochmal so ein bisschen hinbekomme. Perfekt. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mich auf jeden Fall mit einem Daumen nach oben wissen. Gerne einen Kommi da lassen, gerne auch ein Abo, damit ihr künftig keine weiteren Videos mehr verpasst, falls wir mal wieder ein paar Pokémon-Packs öffnen sollten oder Let's Play Attack on Titan oder Dragon Ball Dokkan Battle oder was auch immer auf meinem Kanal kommen wird. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Deshalb würde ich sagen, macht's gut, haut's rein, euer Poke. Ciao!